oft sind auch Ärzte indirekt ein Stück weit bestochen, also hier Werbung für diese Präparate zu machen oder diese Krankheiten, also sagen wir mal, dann als Krankheiten anzuerkennen. Und das ist sehr wichtig. Wir müssen insbesondere darauf schauen, dass die Fachgesellschaften in der Medizin sich an solchen, also unethischen und nicht ungefährlichen, erfundenen Krankheiten nicht beteiligen, noch indem sie das mit unterstützen.